Mit den Bildern von brennenden Büchern auf dem Berliner Opernplatz und in anderen zahlreichen deutschen Städten ist der 10. Mai 1933 als Datum der nationalsozialistischen Bücherverbrennung in das kollektive Gedächtnis eingegangen. In Dresdens Erinnerungskultur wird in dem Zusammenhang fast ausschließlich an den 8. März 1933 erinnert. Was passierte an jenem Tag am Wettiner Platz? Und wie wird der 10. Mai 1933 erinnert, als an der Bismarcksäule auf der Regnitzhöhe die Bücher brannten? Erinnern wir, wenn wir in Dresden am 8. März von der ersten Bücherverbrennung sprechen, den richtigen Tag und den richtigen Ort? Das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen in dieser neuen Folge von Weiterlesen, dem Videoprojekt der Städtischen Bibliotheken Dresden, diesmal in Kooperation mit dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Und zwar mit dem Historiker Professor Dr. Mike Schmeitzner vom Hannah-Arendt-Institut und mit dem Redakteur der Sächsischen Zeitung Oliver Reinhardt hier in der Stadtteilbibliothek der Südvorstadt am Münchner Platz, ganz in der Nähe von der Bismarcksäule und von dem Hannah-Arendt-Institut. Professor Dr. Mike Schmeitzner ist seit 1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut, einem An-Institut der Technischen Universität Dresden. 2013 habilitierte er im Fach Neuere und Neueste Geschichte an der TU Dresden, wo er seit 2018 als außerplanmäßiger Professor lehrt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Diktaturkonzepte, Sachsen in der Weimarer Republik und unter zwei Diktaturen sowie die Geschichte der SBZ und frühen DDR. Oliver Reinhardt ist ebenfalls studierter Historiker sowie Medienwissenschaftler. Seit über 20 Jahren schreibt er für die Sächsische Zeitung, deren stellvertretender Leiter im Ressort Feuilleton er heute ist. Er schreibt und moderiert außerdem Diskussionsveranstaltungen zu den Themen der Zeitgeschichte, aber auch der Gesellschaft und der Kulturgeschichte. Herr Schmeitzner, zu den vielen historischen Besonderheiten Dresdens, auch in Bezug auf die Geschichte des Dritten Reiches, gehört ja, dass in Dresden es eigentlich zwei Bücherverbrennungen gegeben hat, mindestens. Mit dem großen Unterschied, dass die eine sehr bekannt ist in der Erinnerungskultur, in der lokalen und regionalen, und die andere nicht. Mit dem zweiten Unterschied, dass die eine als Bücherverbrennung vielleicht in Anführungszeichen gesetzt werden müsste, die andere nicht. Erinnert in Dresden auch in Büchern, in Broschüren, in Publikationen bis heute und auch jedes Jahr wachgehalten, wird die Erinnerung an eine Bücherverbrennung am 8. März am Wettiner Platz. Was ist denn damals genau geschehen am 8. März 1933 am Wettiner Platz? Wenn man den 8. März am Wettiner Platz beschreiben will, muss man natürlich die Entwicklung in der gesamten Stadt, im Stadtzentrum in den Fokus nehmen. Man muss aber für diese Zeit, also für die Zeit 8. und 9. März 1933, eigentlich den Freistaat Sachsen in den Blick nehmen. Nämlich, es war keine singuläre Aktion, die da stattgefunden hat am Wettiner Platz, sondern es waren ganz verschiedene Aktionen, die darin kulminierten, an den beiden Tagen die politische Macht, die Herrschaft in Sachsen durch die NSDAP zu übernehmen. Darum ging es an beiden Tagen, an dem 8. und 9. März, dass von unten und von oben in einer Art dialektischen Prozess, also von unten, von Einheiten der SA und der SS, wobei die letzteren weniger, SA viel mehr, weil natürlich die Bedeutung und die Quantität der SA damals als Bürgerkriegsarmee wesentlich größer war als die der SS, bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Es ging darum, die letzte noch im Amt befindliche geschäftsführende Regierung von Walter Schiek, eher rechtsliberal, die aber schon ins Taumeln geraten war, die schon Konzessionen an die Reichsregierung Hitler gemacht hatte, die es seit dem 30. Januar 1933 bekanntlich gab, diese Regierung letztendlich abzulösen, die NSDAP, wie es in anderen Ländern des Deutschen Reiches schon der Fall war, an die Macht, an die Regierung in Sachsen zu bringen. Das heißt, es war eine Straßenaktion, man könnte sagen, der braune Mob von der Straße. Das war aber kein Zufall, das war auch gesteuert. In vielen Städten Sachsens, von Plauen über Chemnitz, über Leipzig bis Dresden, Bautzen und Zittau, hat es da ganz konzertierte Aktionen gegeben, die darin eben gipfeln sollten,
die Infrastruktur des politischen Gegners einzunehmen, zu überrennen, zu vernichten, den politischen Gegner zu stellen und zu vernichten, in der Tat. Und auf der anderen Seite, und das ist auch ganz wichtig, die Regierungsinstitution in die Hand zu bekommen. Das fängt an. Kurz ergänzend, 5. März sind Reichstagswahlen gewesen, 5. März 1933. Sie sagte es eben richtig, die NSDAP hat auch in Sachsen nicht die Erfolge einfahren können, die sie sich eigentlich gewünscht hatten. Deswegen, wie Sie eben sagten, das war eine Aktion von unten, weil sie nicht von oben organisiert werden konnte, sondern von unten von der NSDAP und nicht von der Regierung. Die konzertierte Aktion war, wenn ich das richtig übersetze, war im Grunde genommen zielt auf politischen Terror, also auf die Ausschaltung, eigentlich die Gleichschaltung in Sachsen, die Gleichschaltung der Institutionen und der Infrastruktur des politischen Gegners, in diesem Falle hauptsächlich auch Sozialdemokraten und Kommunisten. Ja, Sozialdemokraten und Kommunisten, gar keine Frage. Die hauptsächlichen politischen Gegner, die noch in der politischen Landschaft standen, keine Frage. Aber auch die Übernahme der Regierungsgewalt, die Ausschaltung des Parlaments, das 1930 letztmalig gewählt worden war, also 3 Jahre vorher, und wo die NSDAP natürlich nicht die Wahlergebnisse hatte wie am 5. März. Da hatte sie eben deutlich weniger, damals 14% 1930. Sie hatte bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 um die 45%, keine Frage, das ist nicht die absolute Mehrheit, aber zusammen mit dem Koalitionspartner in Berlin, mit der DNVP, hatten sie die absolute Mehrheit. Das war auch klar. Worum es in der Tat ging, das war sozusagen die politische Macht in Sachsen zu übernehmen, zu usurpieren. Ne? Und da gab es ganz verschiedene Vorstöße in ganz verschiedenen Städten. Man wollte Unruhe verbreiten, man wollte Bürgerkriegsaktionen verbreiten. Und es war natürlich geplant dann, dass der oberste SA-Chef in Sachsen, Manfred Freiherr von Killinger, das klingt ein bisschen bizarr, weil man ja selbst die Unordnung, die Unruhe, den Bürgerkrieg herbeigeführt hat, bei Reichskanzler Hitler nachzuersuchen, die politische Macht der NSDAP, in dem Fall als Reichskommissar, dem Herrn von Killinger zu geben, damit er jetzt Ruhe schafft in Sachsen, auch in Dresden Ruhe schafft. Also Unruhe abschafft, eine Unruhe, die diese Partei mit ihrem SA-Mob selbst angerichtet hat. Nicht nur diese Partei. Das ist das Bizarre, ja. Das war ja Killinger, darin gipfelt für mich ja immer das Bizarre. Einige Aktionen begannen ja schon am 7. März und Manfred von Killinger hat das mitorganisiert und ist dann am 8. März zum Reichskommissar ernannt worden von Sachsen, um die Ruhe wiederherzustellen. Also der gleiche Mensch, sogar die gleiche Person, die sie organisiert hat und im Wesentlichen angezettelt hat, wird dann eingesetzt pro forma. Aber damit war ja faktisch die Machtergreifung in Sachsen, die Gleichschaltung, abgeschlossen. Ab dem 8. März, eben diesem 8. März. Damit, also Gleichschaltung, da muss man dann schauen, politisch, geistig, kulturell, da ist natürlich die Gleichschaltung noch nicht abgeschlossen gewesen. Das ist dann in Etappen vor sich gegangen. Aber politisch ist Wesentliches an dem 8., 9. März passiert. Wobei, was viele gar nicht wissen, wir haben am 23. März im Deutschen Reichstag, da ist inzwischen abgebrannt, aber der Reichstag tagt in der Krolloper in Berlin, ist das Ermächtigungsgesetz angenommen worden. Aber am 23. Mai, das heißt einige Wochen später, und nicht nur in Sachsen, in fast allen deutschen Landtagen, gibt es nochmal Landesermächtigungsgesetze. Und da gibt es noch Fraktionen, die auch dagegen stimmen, wie in Sachsen. Also auch dieser Prozess der politischen Gleichschaltung, der vollstreckt sich über Wochen, über einige Monate, auch in Sachsen, dann bis Sommer 1933, bis zu dem berühmt-berüchtigten Gesetz vom 14. Juli 1933, wo sich die NSDAP als alleinige Partei und damit Staatspartei ausruft und faktisch allen anderen androht mit Strafen, die sich betätigen wollen politisch gegen diesen alleinigen Anspruch der NSDAP. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Zäsur, der 8. und 9. März 1933 für Sachsen. Und genau in diesem Kontext der Angriffe auf die Infrastruktur des politischen Gegners, rücken jetzt vor allen Dingen zwei topografische Punkte in Dresden, in der Altstadt, in den Fokus am 8. März. Das ist das Gewerkschaftshaus, das Volkshaus am Schützenplatz und das nur wenige Meter entfernte Haus der Sozialdemokratie, muss man hier sagen, etwas übergreifend, der Verlag Karten und Company, also Karten und Co., mit seinem printmedialen Herzstück der Dresdner Volkszeitung, die da gedruckt worden ist,
und die Sekretariate der Sozialdemokratischen Partei im Bezirk Ostsachsen und im Bezirk Dresden waren in dem Gebäudekomplex untergebracht. Und es gab bis kurz vorher, waren sie auch noch die Verlagsgebäude von zwei sozialdemokratischen Zeitungen, die aber im Grunde genommen seit einigen Tagen gar nicht mehr entstehen durften, weil kurz vorher die Pressefreiheit faktisch aufgehoben worden ist. Insofern hat dieser 8. März ja so eine mehrschichtige Bedeutung, der 8. März 1933. Man markiert natürlich in den Erzählungen der Stadtgeschichte immer sehr gerne die herausragenden Daten und man schmückt sich ja auch immer mal wieder ganz gerne, das ist ja nicht nur in Dresden so, mit Superlativen, mit positiven Superlativen, aber auch mit negativen Superlativen. Und fest etabliert ist ja auch die Erzählung, dass in Dresden die erste Ausstellung der entarteten Kunst stattgefunden hat, was faktisch richtig ist. Aber ebenso markant wird erzählt, ist hier die Erinnerungstradition an die reichsweit erste Bücherverbrennung überhaupt am 8. März 1933. Lässt sich das so aufrechterhalten, dass am 8. März 1933 am Wettinerplatz die erste Bücherverbrennung stattgefunden hat, abgesehen davon, dass es schon am 7. März in Dresden in der Großen Meißner Straße einen Überfall auf eine Volksbuchhandlung gegeben hat, wo auch Bücher verbrannt worden sind, die aber auch ein Treffpunkt der linken Szene damals gewesen ist. Aber dieses Etikett, reichsweit erste Bücherverbrennung 1933 am 8. März in Dresden, das scheint mir doch Risse bekommen zu haben und nicht mehr richtig zu haften. Naja, also man muss natürlich davon ausgehen, dass der Vorstoß, der Überfall auf den Wettinerplatz Nummer 10, das ist die konkrete Anschrift, jetzt nicht nur das zum Ziel hatte, Bücher anzuhäufen, den Scheiterhaufen in Szene zu setzen. Da ging es, wie gesagt, um die Inbesitznahme, um die Eroberung der kompletten Infrastruktur von Partei, Verlag, Gewerkschaften. Also, wo auch Parteiprogramme, wo auch Propagandamaterial gedruckt worden war zum Wahlkampf. Genau, ne? Natürlich. Was natürlich eine große Rolle gespielt hat. Und wenn man sich den Freiheitskampf, das GAU-Organ der NSDAP für Sachsen anschaut, vom nächsten Tag, vom 9. März, wie berichten die darüber? Besetzung Volkshaus und Gewerkschaftshaus bzw. Volkszeitung. Dann legen die allerdings einen sehr starken Fokus schon auf die Besetzung der Volkszeitung durch SA-Standarten, die dort eindringen. Die Sozialdemokraten, die Angestellten, die Setzer waren alle schon weg. Die sind von Polizeipräsidium gewarnt worden einige Stunden vorher, um Zusammenstöße zu vermeiden. Aus der Sicht jedenfalls des Polizeipräsidiums in Dresden. Laut Pressetext des Freiheitskampfes hätten diese SA-Männer nichts weiter entwendet. Das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber wo sie nicht vorbeigegangen sind, das war die im Parterre liegende Volksbuchhandlung des Verlags Graten & Co. Die ist komplett ausgeräumt worden, in der Tat. Die ist sozusagen auf den Vorplatz verschafft worden, Buch für Buch. Und der Freiheitskampf führt aus, bis das letzte Heft, bis die letzte Schwarte rausgetragen war. Das ist ein ziemlich Zitat jetzt auch aus dem Artikel. Das sieht man auch sehr schön auf dieser Bildikone, muss man sagen, die ja immer wieder, fast hätte ich gesagt, zelebriert wird, immer wieder abgedruckt wird. Auch wir haben in einem Buch unseres Institutes vor einem Jahr diese Bildikone auf dem Cover wieder verwendet. Weil sie natürlich in dem Fall bei uns politische Gewalt gegen Sachen, gegen Personen, das ja schön auch ausdrückt. Und weil sie auch zeigt, dass diese Aktion, die ja durchgeführt wurde von der SA-Standarte 108, abgesichert wurde durch Schutzpolizisten. Durch Schutzpolizisten, das sieht man alles wunderbar. Die politischen Gegner sind gesäubert, sind weggebracht worden, sind geflüchtet. Was man sieht, ist dieser große Bücherberg, der da aufgeschichtet ist, der lodert. Schutzpolizisten, die da dastehen in Uniform und SA-Leute, die jetzt nicht für das Bild posieren, sondern die mitten in der sehr Aktion aktiv sind. Man sieht Bewegung, Aktion. Jemand rennt weg. Ne? Mhm. Jemand rennt weg, holt Bücher, wie so eine Schlange, wo man sich Bücher zugibt, raushebt und auf den Scheiterhaufen wirft. Also das ist ein sehr interaktives Foto. Also was jetzt nicht unbedingt gestellt worden ist, denke ich, sondern was diese Leute, diesen Mob in Aktion auch zeigt. Und dieses Bild ist, ich weiß nicht wie oft, dutzendfach, hundertfach benutzt worden. Und so ein Foto haben wir von anderen Übergriffen, sei es in Plauen, in Chemnitz, in Leipzig zum Teil, kenne ich einige. Aber mit diesem Charakter nicht. Aber festzuhalten ist für den 8. März, für diese Aktion, ja, es gibt an dem 8. März eine gezielte
wenn auch spontane Bücherverbrennung, die die SA vornimmt, und das wird auch so deutlich legitimiert am nächsten Tag im Freiheitskampf. Es geht darum, diesen anderen Geist, dieses Gift, davon spricht der Freiheitskampf, dieses Gift zu vernichten, in Rauch aufgehen zu lassen. Davon spricht der Freiheitskampf der NSDAP. Also es geht natürlich im Großen und Ganzen an den beiden Tagen um die Übernahme der Infrastruktur des Gegners und des Landes, der Regierung, des Landtags. Aber indem man die Infrastruktur des politischen Gegners überrennt, spielt sich eben auch in Dresden, und daran wird eben erinnert, und da gibt es diese Bildikone, diese gezielte, spontan gezielte Bücherverbrennung da ab. Wie kann man denn die Diskrepanz aufschlüsseln? Der Freiheitskampf spricht davon, natürlich einen Tag danach, dass auch die Literatur und dieser widerliche Geist ausgelöscht werden sollte in der Literatur. Die Dresdner Neuesten Nachrichten berichten aber eher, dass es namentlich überwiegend Parteimaterial, Broschüren, Parteiliteratur, Wahlkampfmaterial, Prospekte und auch einige Fahnen gewesen seien. Wie kann man sich diesen Widerspruch in der Berichterstattung erklären? Ja, möglicherweise war sogar das tendenziell auch zutreffend, was der Dresdner Anzeiger oder die DNN berichtet haben, dass da auch neben Büchern andere Dinge, das ist ja naheliegend, rote Fahnen, die da rumgestanden oder rumgehangen haben, Fahnen der Eisernen Front, des Wehrverbandes, der Sozialdemokratie und der Demokraten, dort auf dem Scheiterhaufen mit gelandet sind, auch Zeitungen, Broschüren. Das hat der Freiheitskampf, denke ich, gar nicht in den Fokus gestellt oder Fokus genommen und nicht mal erwähnt in dem Artikel. Das ist das Interessante, nicht einmal erwähnt, weil es dem Freiheitskampf und der NSDAP-Riege, der akademischeren NSDAP-Riege dahinter, nicht die SA, sondern die Redakteure, die braunen Redakteure, darauf ankamen, den Geist der anderen, der Andersdenkenden zu treffen. Es kommt immer wieder der Begriff Gift, Giftküche. Die Giftküche wird jetzt vernichtet. Das ist aber nur zu verstehen, diese Fokussierung einen Tag später, wenn man bereits diesen medialen Kampf zwischen Freiheitskampf und Dresdner Volkszeitung ab 1930 sich anguckt und sich anschaut, wie der Freiheitskampf auch zum größeren Teil auf die Volkszeitung fokussiert war als politischen Gegner, als ideologischen Gegner. Und so weit ging, dass sie die Privatanschriften von Redakteuren der Dresdner Volkszeitung in ihrem Presseorgan, dem Freiheitskampf sozusagen, veröffentlicht hat. Nach dem Motto, liebe SA-Leute, das war lange vor 33, da habt ihr die Privatadresse etwa von Kurt Heilbutt in Freital, der an Freital wohnte. Nun schaut mal, vielleicht könnt ihr nachts da mal vorbeischauen. So, ne? So kann man sich das vorstellen. So ist das damals gelaufen. Das heißt, man war fokussiert auf den politischen Gegner, auf dieses Flaggschiff, publizistische Flaggschiff der Sozialdemokratie in Dresden, im Großraum Dresden. Hat das als den entscheidenden Gegner wahrgenommen, den man jetzt lahmlegen wollte, endgültig lahmlegen. Verboten war endgültig verboten. Man wusste nicht, von allen Seiten nicht, wie lange hält das Verbot. Klar war nach dem 8. 9. März 1933, das wird ein immerwährendes Verbot, wie wir wissen, bis 1945. Ne? Das war natürlich den Zeitgenossen Anfang März so klar nicht. Die Zeitung ist wenige Tage vorher verboten worden, wie andere Blätter auch im Freistaat Sachsen und in anderen Ländern des Deutschen Reiches. Aber das war eben nicht abzusehen, ob das verstetigt werden würde oder nicht. Aber die SA-Leute, für die war das klar, und für die braunen Redakteure, dieses Unternehmen, dieser Verlag, diese Zeitung, die muss jetzt endgültig liquidiert werden. Und der entscheidende Coup kommt ja noch 8 Wochen später unter Anwesenheit oder mit Anwesenheit. Vielleicht, wenn ich da kurz unterbreche, ja. Da will ich eine kleine Zäsur noch bringen, dass wir so gewissermaßen so eine kleine Zwischenüberschrift, so ein Zwischenfazit ziehen. Also kann man sagen, dass dies eine Aktion im Rahmen der Gleichschaltung gewesen ist, in erster Linie politischer Terror gegen den politischen Gegner gerichtet, in dessen Zuge auch, weil es sich anbot und weil es sich auch als Aktion gegen diesen schrecklichen Geist aus Sicht der Nationalsozialisten gewendet hat, indem man auch aus pragmatischen Gründen die Volksbuchhandlung ausgeräumt hat und die ganze Literatur, die man fand, mit auf den Scheiterhaufen hat werfen können. Das war also, da wurden Bücher verbrannt am 8. März. Es war aber nicht reichsweit die erste Bücherverbrennung überhaupt, zumal an anderen Orten im Reich am 8. März auch Bücher gebrannt haben und zum Beispiel in Dresden auch einen Tag früher die Bücher gebrannt haben.
Denn das, was man heutzutage ja erinnert als Bücherverbrennung nationalsozialistisch, ist das, worüber Sie uns jetzt auch noch erzählen werden, was am 10. Mai stattgefunden hat an der Universität, an der Bismarck-Säule oben und die nun wirklich eine von langer Hand aus Berlin vorbereitete, nach einer 12-Punkte-Liste aussortierte und mit großer Hilfe auch der städtischen Bibliotheken, der Studentenschaft, der Professorenschaft vorbereitete Bücherverbrennung wider den undeutschen Geist. Das war dann 8 Wochen später am 10. Mai die eigentliche deutschlandweit und auch heute noch bekannte Bücherverbrennung der Nationalsozialisten. Das ist in der Tat so gewesen. Sie war sozusagen zentral eingehegt, diese Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Sie hatte allerdings auch einige Dresdner Besonderheiten. Und es ist auch auffällig, dass diese Bücherverbrennung in Dresden stattfand, nicht etwa in Leipzig. Die Universität war größer. Leipzig war größer. Leipzig war die eigentlich geisteswissenschaftlich ausgerichtete Dresden immer schon eher technisch. Universität. Das war ja gewesen. Damals nicht Universität, ja. Sie war TH, wenn auch eine sehr bekannte, sehr berühmte technische Hochschule, mit der Forstakademie in Taran schon verschmolzen 1928. Also die hatte einen weltweiten Ruf natürlich auch, das ist vollkommen klar. Lag es daran, weil es der Sitz der Gauleitung auch gewesen ist, weil es die Hauptstadt von Sachsen gewesen ist, weil es der prominentere Ort war? Das ist gut möglich, dass es so gewesen ist. Dresden, das war die Residenz. Das war dann auch für die Gauleitung der NSDAP, die bis Anfang März in Plauen war, einer Hochburg der NSDAP, wo auch der Gauleiter Mutschmann zugange war und gewohnt hat, residiert hat. Das war dann auch das Zentrum, die Stadt der Gauleitung der NSDAP, wo sich die Macht zentralisiert hat, wo der gleichgeschaltete Landtag noch einige Zeit getagt hat. Es ist gut möglich, dass das die entscheidenden Gründe mit gewesen sind, warum diese Bücherverbrennung hier derart zelebriert worden ist. Natürlich war es aber auch so, dass seit Anfang der 30er Jahre die Studentenschaft deutlich nazifiziert gewesen ist. Das heißt nicht, dass nicht auch liberale und linke Studenten da gewesen sind, dass die aktiv gewesen sind. Aber es gab eine relative Mehrheit von Seiten der Nationalsozialisten, des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in der Studentenschaft in Dresden ab 1931 und ich glaube ab 1932 hatten die absolute Mehrheit in dem Selbstverwaltungskörper. Damit war jetzt Dresden nicht singulär. Das findet man auch in anderen Universitäten des Deutschen Reiches. Insgesamt gilt für die Studentenschaft der frühen 30er Jahre, wenn man dieses Bild bemühen will, bevor die deutsche Gesellschaft nazifiziert worden ist und die Partei so richtig reüssieren könnte beim Wahlvolk, hatte sie längst unter dem Studenten und dem studentischen Milieu reüssiert und dort erst eine relative, dann eine absolute Mehrheit erzielen können. Das war in Dresden so, das war woanders so. Das ist, denke ich, festzuhalten, was das akademische Leben angeht. Das könnten alles Gründe sein, warum es in Dresden stattgefunden hat und möglicherweise auch, warum man den ja in Meißen wohnhaften Will Vesper extra hinbeordert hat, um den Ganzen die Krone aufzusetzen, denn Will Vesper war ja nicht irgendjemand. Das war eine ganz große Aktion, die da stattgefunden hat, an dem 10. Mai vorbereitet, wochenlang. Sie hatten es gerade erwähnt gehabt, da waren Büchereien, die Landesbibliothek eingebunden. Da hat man in Zeitungen, in Regionalperiodika aufgerufen, Bücher doch zu bringen zur Studentenschaft. Man hat eine große Feier zelebriert im Studentenhaus auf der Mömsenstraße, im heutigen Rektorat, wo selbst das Werkkreiskommando 4 mit Generälen eingeladen war, wo der Rektor der TH eingeladen war, wo die Studentenschaft, also die Selbstverwaltungskörperschaft, natürlich präsent war. Die war ja der Akteur. Und der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund hatte auch seinen Auftritt. Dort fand quasi erstmal im geschlossenen Raum diese große Feierlichkeit statt. Und da hat man sich diesen völkischen Dichter, diesen Will Vesper aus Meißen sozusagen kommen lassen, der ohnehin seit vielen Jahren völkisch nationalsozialistisch unterwegs war und der dort an dem 10. Mai eine furchtbare antisemitische Rede gehalten hat.
Es war eine antijüdische Hetzrede. Ja, ja. Der regelrechte Hass und Hetzrede. Auch das war etwas Besonderes, dass es sich explizit gegen die Juden richtete. Ja. Ne? Und was eben zu unterscheiden ist von dem 8. März, von dieser Bücherverbrennung, die Akteure waren eben grundverschieden. Am 8. März war es die SA, waren es Standarten der SA, die dort spontan gehaust haben, zugeschlagen haben. Die andere Aktion von langer Hand geplant, das war das studentische Milieu, wo am Ende aber auch nicht wenige Professoren, auch der Rektor, auch städtische Institutionen, selbst ein General der Reichswehr eingeladen waren, gekommen sind, da mitgetan haben. Und dann ging es auch in Trachten, Kurzverbindung, vieles mehr, in Uniform, ging es dann hoch zur Bismarcksäule, wo man dann Literatur, die wir auf dem Tisch zum Teil natürlich in neueren Ausgaben sortiert haben, aufgeschichtet hat und mit ganz ähnlichen Sprüchen oder partiell identischen Sprüchen wie in Berlin, in anderen Städten am selben Tag in die Flammen geworfen hat. Ja. Das war eine Aktion, die reichsweit stattgefunden hat, außer Dresden noch an 90 anderen Orten, also eine richtig große Aktion. Im Grunde genommen die erste große Aktion des nationalsozialistischen aggressiven Kulturkampfes, die Aneignung der kulturellen Hoheit über die Literatur. Ja. Interessant ist ja dennoch, dass in Dresden nicht oder nur selten der 10. Mai, der Tag der großen Bücherverbrennung, erinnert wird. Es gibt da einige Aktionen zu runden Jahrestagen. 2013 etwa. 2009 ja. Gab es so etwas auch. Aber es gibt weder am Bismarckturm eine Gedenktafel, noch ist das in der Literatur, der bisher vorhandenen Fachliteratur und städtischen Literatur, besonders betont oder ausgeführt. Es gibt Texte dazu, aber es sind noch sehr wenige. Es hat sich ja hier auch eine sehr eigene Gedenkkultur erinnert. An den 8. März wird ja auch deswegen heute noch erinnert, weil sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure und Kulturschaffende in Dresden daran festhalten und seit vielen, vielen Jahren an diesen wichtigen und markanten Tag in der Stadtgeschichte erinnern und die Erinnerung hochhalten. Der 10. Mai aber untergeht. Und was mich immer wieder fasziniert, jetzt erst, als ich mir die Bilder nochmal angeguckt habe, das ist ja der Anfang dieser Überbetonung des 8. März gegenüber dem 10. Mai 1933, der begann 1948, als eine Gedenktafel enthüllt wurde von Hermann Matern in Dresden am Wettiner Platz. Und etwas sehr Kurioses geschah. Es wurde am 10. Mai 1948 wurde eine Gedenktafel zur Erinnerung an den 10. Mai 1933 erinnert, aber diese Tafel stand an dem Schauplatz des 8. März. Das ist ja das Verrückte, dass am richtigen Datum, mit der richtigen Aufschrift, aber am völlig falschen Ort eigentlich so ein Ereignis, so eine Gedenkkultur gegründet wurde. Es gibt Vermutungen, warum das bis heute noch so ein bisschen aufrechterhalten wird, beziehungsweise der 10. Mai im Schatten bleibt. Bösere Zungen behaupten, dass es vielleicht der Hochschule auch ganz recht ist, dass man das Erinnern an die Bücherverbrennung lieber anderen überlässt und selber keine allzu großen kontinuierlichen Anstrengungen übernimmt, um das auch fest in der Gedenkkultur in Dresden zu etablieren. Aber das, was die ganze Geschichte verrückt macht, ist, dass 1978 eine Studentin eine Arbeit veröffentlicht hat und dafür gesorgt hat, dass die Gedenktafel am Wettinerplatz geändert wurde. Und man sieht das auch heute noch. Jetzt steht da nicht mehr, am 10. Mai wurde hier Literatur verbrannt, 1933, sondern jetzt steht da tatsächlich das richtige Datum, am 8. März wurde hier Literatur verbrannt. Wie könnte denn ein Ausweg aussehen? Der 8. März hat, wir haben es ja, glaube ich, genug herausgearbeitet, eine wirklich exorbitante Bedeutung, eben auch als Tag und Datum der Gleichschaltung in Sachsen, der 10. Mai als Bücherverbrennung. Wie können Sie sich vorstellen, dass man beide Daten, ohne diese Bedeutung dieses Ereignisses, des 8. März, dieses Datum zu schmälern, auch den 10. Mai etwas stärker etabliert als Ort der großen reichsweiten Bücherverbrennung? Also, Sie haben es schon richtig gesagt, Herr Reinhardt. Es kann nicht der Ausweg so sein, dass der 10. Mai zu Lasten des 8. März aufgewertet wird, also hier faktisch eine Lastenverteilung vorgenommen wird.
Ich finde, so wie der 8. März erinnert wird in Dresden und welche zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure sich dahinter stellen seit, ich weiß nicht, seit den 90er Jahren. Sie sind da häufiger dabei gewesen, ich auch. Das ist nicht nur aller Ehren wert, das ist wunderbar, dass das so passiert, dass da viele Akteurinnen und Akteure mitwirken und dass das jedes Jahr im Kabarett Breschke und Schuch stattfindet. Das ist eine wichtige Institution, die unbedingt beibehalten werden muss. Und ist viel erreicht, dass das eben jedes Jahr so stattfindet, dass ich das verstetigen konnte. Nun kommt es eher darauf an, die andere Seite zu verstetigen. Wir haben 2013 auch von Uni-Seite, auch von anderen Akteuren und Akteuren aus, etwa städtische Bibliotheken, Schauspielhaus, eine große Feier bzw. Veranstaltung gehabt zum Jubiläum, wo im Kleinen Haus, wenn ich mich richtig erinnere, daran erinnert worden ist, an diesen 10. Mai 1933. Jetzt müsste es aber daran gehen, eine Verstetigung des Gedenkens an beiden Orten des 10. Mai herbeizuführen. Dabei kann an die bereits vorhandene Erinnerungstafel im Bismarckturm gut angeknüpft werden. Inwieweit hier auch das Gebäude des vormaligen Studentenhauses auf der Mommsenstraße 13 einbezogen werden kann, muss geprüft werden. Zu begrüßen wäre es auf jeden Fall, wenn auch hier eine zeitgeschichtliche Kontextualisierung ermöglicht wird. Dass die Kompetenz ist ja da, die Universität hat das ein paar Mal schon gemacht, aber man müsste sich davon verabschieden, von dem, und das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, von dem negativen Mythos der reichsweit ersten Bücherverbrennung in Dresden am 8. März 1933 am Wettiner Platz. Das ist sicherlich ein Mythos, aber sie ist natürlich auch wichtig für den 8. und 9. März. Das ist ohne Frage so. Man sieht an dem 8. März mit dieser Bücherverbrennung auch am Wettiner Platz, wohin diese braune Bewegung zielte. Wie nicht breit nur, ihr Anspruch war. Ja, nicht nur auf Gewalt, Ausschaltung des politischen Gegners und seiner Infrastruktur, sondern auch gegen den Geist. Gegen den Geist. Das zeigt ja auch dieser Artikel im Freiheitskampf der NSDAP einen Tag später, wie ernst die das nehmen ideologisch. Ja? Und wohin das auch zielte, wenn auch spontan an dem Tag. So, und die andere Sache, und da bin ich aber guten Mutes und voller Zuversicht in die Universität unserer Stadt, dass wir den 10. Mai verstetigt bekommen. Wir haben eine neue Rektorin, Frau Professor Staudinger, die, wie man hört, da auch unterwegs ist, sich vielleicht auch der Geschichte zwischen 33 und 45 nochmal näher zuzuwenden, auch die Uni-Geschichte dann nochmal genauer zu analysieren. Und da, denke ich, wird auch das Frühjahr und der Mai, der 10. Mai 33, nochmal ganz anders in den Fokus geraten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird kommen. Ich hoffe das mit Ihnen, Herr Schmeitzner. Und ich bin wirklich auch überrascht, was es noch alles auch für mich zu lernen gegeben hat über diese beiden Daten, über die Wertigkeit dieser beiden Daten und diese Bedeutung. Und ich bin sehr neugierig und auch sehr zuversichtlich, dass sich da noch sehr, sehr viel Neues in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das bin ich auch. Dankeschön.